Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Drakensang Online. Wir sind back mit Nie wieder inaktiv. Wir müssen ja dem Namen alle Ehre machen. Und wir gehen direkt weiter. Wir machen die nächste Quest, Freunde der Sonne. Und los geht's. Was ich heute schon gemacht habe, ist der Daily Bonus einfordern. Ich glaube, 50 Essenzen der Macht waren heute drin. Und natürlich eine Login Bonus Kiste. Die machen wir uns auch mal auf. Oha, Buch und Schuhe, die uns Schaden geben, die ziehen wir natürlich an. Und Buch. Buch, Freunde. Buch haben wir auch gekriegt. Das ist not bad, wenn wir jetzt eine Einhandwaffe hätten. Haben wir aber noch nicht. Deswegen muss ich mir erstmal eine besorgen. Ja, das machen wir jetzt gleich. Ich musste kurz was beantworten auf Handy, tut mir leid. Und jetzt gehen wir hier in Dungeon. Und den machen wir natürlich nicht auf tödlich. Den müssen wir ja auf normal machen. Und hier drin haben wir eine Quest. Der gehen wir jetzt nach. Ich weiß nicht, den ganzen Dungeon Run sehe ich mich jetzt gerade noch nicht so drinne. Ich glaube, wir machen einfach erstmal die Quest. Freunde der Sonne. So, drinne sind wir. Dann haben wir das Fragezeichen da auch schon. Ich komme einfach nicht drauf klar, wie langsam dieser Char ist. Und ja, wir hitten alles one. Macked. Wir hätten alles one, ne? Nice. GG. GG, sag ich da zu mir. GG. Ja, ich wusste gar nicht, dass der Torben dieses Spiel auch spielt, Alter. Er hat hier auf Heredur schon wieder einen Full Cap Charakter, mit dem er mich wahrscheinlich dann auch ein bisschen ziehen kann im Zweifel. Und das ist einfach ein Zufall, Torben gefühlt alles am Spielen. Er hat gestern kommentiert und gesagt, dass er auch einen Char hat. Und ich dachte mir so, what the fuck? Und jetzt haben wir hier ihn auch schon geaddet. Hier auf der Freundesliste. Und ja, der Torben zieht mich ein bisschen dann durch Heredur. Ist cool. Wird cool, würde ich sagen. Ich nehme natürlich die Mobs hier mit, dass wir ein bisschen leveln. So ist es nicht. Könntest du natürlich auch alle stehen lassen. Aber die geben eigentlich gute Erfahrung. Und das ist ja dann das auch, was wir dann machen werden, ne? Das ist das, was wir dann machen werden. Guck, gerade ist auch ein Event mit so Eiern. Aber dafür brauche ich erstmal Festus Eieröffner. So, jetzt haben wir das auch schon fertig. Jetzt habe ich hier hinten noch eine zweite Quest. Die wollen wir natürlich auch schnell grappeln. Und dann könnte ich natürlich hier jetzt, glaube ich, auch... Ah, nee, die haben wir noch gar nicht. Okay, das ist jetzt auch noch kein Dungeon, den wir einfach so runnen können. Denn... Er ist auf normal. Ich glaube, das wird erst so ein Run-Dungeon, wenn man den nicht mehr auf normal spielt. So sehe ich das. Übrigens habe ich auch einen Kommentar gekriegt von noch einem anderen coolen Typen, der gesagt hat, er könnte mich mal ein bisschen ziehen. Und er findet es krass, wie begeistert Leute für das Spiel noch sein können. Verstehe ich nicht, weil das Spiel wirklich, wirklich toll ist. Es ist wirklich, wirklich toll. Ich habe selten so Spiele angefangen, die auch schon 11 Jahre alt sind. Wie gesagt, es ist gerade 11-Jahres-Jubiläum und die halt trotzdem noch so viel zu bieten haben, gefühlt. Und alle einfach catchy sind. Das Spiel catcht mich so ein bisschen. Und ja, das macht alles so ein bisschen cool irgendwie. So, jetzt, ich bin ein bisschen mad, weil man so langsam läuft. Das ist ein bisschen schade. Wir müssen schnell Bewegungstempo kriegen. Ja, wir könnten natürlich auch das Pad ausrüsten. Ich weiß, es tut mir leid, habe ich gerade verschwitzt, aber machen wir in naher Zukunft. Jetzt beispielsweise einfach O drücken. Dann jumpt er auch schon aufs Pferd. Können wir loslegen. Was ist das? Okay, hier, das checke ich noch gar nicht so mit den täglichen Herausforderungen, so Dailies. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das müssen wir ja jetzt auch noch nicht so wirklich wahrnehmen, weil wir jetzt gerade... in der Theorie halt einfach noch relativ am Anfang sind des Spiels und noch gut durchquesten können. So, hier kriegen wir 25% für okay, für Inventarerweiterung. Das hat man auch immer wieder mal, aber ich glaube, das ist gar nicht so selten. Also man muss da gar nicht so schnell zugreifen, denn ich glaube, das ist ziemlich oft gegeben, solche Sachen. So, dann gehen wir hier zum Fragezeichen, machen wir einfach stumpf die Hauptquest weiter. Wo ist das nächste Ziel? Binde den Kristall, also müssen nochmal rein. Gut ist auch, man wird hier wirklich von der Quest an der Hand genommen und funktioniert. Weiß nicht, ich könnte natürlich auch auf eine gewisse Ice Mage spielen. Ich würde aber jetzt erstmal, glaube ich, auf die
Blitzmage spielen und wir wollen noch gar nicht zu viele Punkte ausgeben, denn ich weiß nicht, wie viel das Zurücksetzen immer wieder kostet, am Anfang wahrscheinlich noch nicht so viel, aber durchaus wahrscheinlich ein bisschen zu viel, um das jetzt zu wasten. Ich weiß noch nicht, also im letzten, also bei den ersten Charakteren habe ich auch immer noch Ding gekriegt, Premium geschenkt. Ich weiß gerade gar nicht, warum wir das in diesem Durchgang so quasi gar nicht kriegen. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn wir den mal auseinandernehmen und gucken. Ich habe doch jetzt gerade geschrieben, dass ich am Aufnehmen bin und ich glaube es nicht, es kommen schon wieder Nachrichten rein. Das ist ein bisschen wild. Das ist ja alles ein bisschen wild. Schwierig, schwierig, schwierig. Habe ich die natürlich auch attackt? Will ich eigentlich gar nicht, weil wir eigentlich nur durchrushen. Oh, komm, komm, caste schneller. Ja, nice. Schafft. Ich sollte mich ein bisschen mehr auf die Pfeile verlassen, weil jetzt, durch das, dass ich mich nicht auf die Pfeile verlassen habe. Das ist schon so ein bisschen gut gemacht, dass man halt nicht einfach wirklich einfach nur nicht alles durchrennen kann. Die Mobs, die bieten dir schon mal die Stirn manchmal. Dann können wir das einfach wieder anklicken, dann kriegen wir den schnellsten Weg angezeigt. Und können einfach durchrennen. Wir müssen nicht so viel machen. Ne, ich denke, der Torben, der wird mich in der nächsten Zeit mal ein bisschen an der Hand nehmen, mit mir ein bisschen höhere Dungeons rennen, um mir Gear zu droppen, was mich dann für diese Questing-Zeit übel OP gestaltet. Ja, klar. Ich kann jetzt sagen, wo ist da der Spielspaß, wenn man einfach durch alles durchrusht. Aber ich meine, ich kann ja dann beispielsweise, wenn ich in Dungeons rein muss, kann ich einfach sagen, ich spiele den dann irgendwie auf tödlich oder so. Und hab dann das 80er Gear und drop dann halt auch schon Legendary Stuff und so. Obwohl, ne, es ist halt sehr wahrscheinlich nicht sehr wichtig, was ich drop. Weil das wird eh immer besser sein, was ich bereits habe. Weil, ja. So. Jetzt muss ich hier auch ein bisschen aufpassen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Müssen Sachen wegwerfen direkt, die uns gar nicht zusagen, weil wir gar keinen Inventory Space haben. Guck mal, das ist glaube ich in einer Hand. Oh, was ist denn das? Kristall der Ordnung. Sitzen? Nee. Die behalten wir aber mal. Das Buch würde ich eigentlich auch behalten wollen. Die Kristalle auch, obwohl die eigentlich sind nicht worth. Sind nicht worth. Brauchen wir nicht. Ich glaube auch, ich bin zu hoch. Wir müssen den Kessel so... Ja, doch. So, jetzt müssen wir zurück wieder in die City. Und dafür machen wir jetzt auch mal P. Weil P ist Port in die Stadt. Natürlich alles noch ein bisschen... ja, special einfach. Bisschen special. Man muss sich erstmal ein bisschen einfinden hier. Ihr seht halt einfach, was ich hier so sehe, ne? Die coolen Leute, wie die halt auch aussehen und so. Das ist richtig cool. Und mit den Pets und so. Wir haben jetzt noch gar nichts, ne? Gar nichts. Aber es ist halt auch so, wenn ich den... Oh, jetzt. Freunde habe ich erhalten. Wenn ich mir den jetzt irgendwie anziehen... Ja, das sehen die Leute jetzt wahrscheinlich, wenn die mein Profil öffnen oder sowas. Keine Ahnung. I don't know. Wir haben noch früh genug herausfinden, für das ist gut. So, jetzt haben wir zwei Hauptquests. Nehmen wir natürlich beide an. Ja, es ist natürlich so ein bisschen so, dass man die ganze Quest... Ich weiß nicht, so storytechnisch könnte man das wahrscheinlich mitnehmen, so. Aber ich bin ehrlich, so... ja, ne? Es interessiert mich wahrscheinlich, also die Story wird wahrscheinlich keinen Orden oder keinen Oscar gewinnen, deswegen nehmen wir die einfach so mit, ne? Von der Audienz beim King, wie in den meisten Spielen, dann müssen wir in den nächsten Dungeon, scheint es schon. Katakomben. Kenne ich schon. Die bin ich ein bisschen gerannt. Sonst in der Zeit. Müssen wir denn da überhaupt rein?
So, dann haben wir jetzt hier nur eine Hauptquest. Hey, wir müssen zurück. Lalalala. Lol, wir müssen wieder da rein. Okay. Nimm das Buch der Schatten. Na. Ja. Und wieder da rein. Auf normal. Weil wir was anderes halt einfach noch nicht können, theoretisch. Und ja, dann nehme ich natürlich die Hilfe nehme ich natürlich an. Das ist nicht so, dass ich sage, dass ich zumache und sage, nö, ich möchte das alles selbst spielen. Das nehme ich natürlich an. OP hier und so, da habe ich auch nichts gegen. So. Es ist natürlich schon immer kritisch so, weil dann hat man halt wirklich keine Probleme mehr. Macht zu viel Damage und man kann dann halt auch sagen so, ja, ist es dann überhaupt noch worth das Spiel zu spielen? Bietet ja keine Herausforderung mehr, aber ich glaube, das Spiel wird noch genug Grind bieten und Herausforderung. Ich glaube, das ist falsch zu sagen, mit dem Gear hat man keine Herausforderung mehr, vor allem wenn man dann... Ich weiß gerade gar nicht, wie die Dungeons angepasst sind, ob die deinem Skill angepasst sind oder ob deinem Ausrüstungslevel. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, die sind aber deinem Level angepasst. Also wenn ich Level 40 bin, kriege ich Level 40er Mobs und dann gehe ich dann natürlich mit der 80er Rüstung gut ab. Aber wenn ich dann in tödlich reingehe oder qualvoll reingehe in den Dungeon, dann haben die Mobs 200-300% Leben. Dann sind die wieder schwer. Ne? So ist es nicht. So, wir müssen wieder da rein. Ich bin schon wieder ein bisschen falsch geritten. Ist natürlich auch ein bisschen Walking Simulator hier am Anfang alles. Okay, jetzt hat er mir einfach gnadenlos ausgewählt. Als hätte ich eine Chance auf gnadenlos, Digi. Was denkt denn das Spiel? So. Ja, dann holen wir uns die vier Bücher schnell, ne? Jetzt hier drinnen vier Bücher schnappen. Wo sind die? Wo ist denn hier? Füllen wir erstmal ab. Ah, das kommt von einem Mob. Okay, wir sind gezwungen, Mobs zu töten. Also immer beim ersten Mal O drücken, castet er das nicht. Okay, wir müssen sowieso durch den ganzen Dungeon. So spielt es keine Rolle, welches Buch wir jetzt zuerst... Spielt sowieso keine Rolle, ne? Weil man zurück und nach vorne eh wieder laufen muss. Das ist sowieso der Weg, man muss es machen. Hier ist der Grüne, der hat es wahrscheinlich... Damit wir wieder das Pet casten können. Ihr seht's, ne? Also die sind immer noch chancenlos. Ups. Und da kann man dann halt das auch gut spielen, ne? Es ist halt jetzt wirklich gerade noch nicht wirklich anspruchsvoll. Das ist eher ein Walking Simulator. Aber das Spiel kommt schon noch. Also es hat gute Sachen zu bieten. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, Drakensang und so. Ich habe mal eingegeben, Top-Down Online-MMOs und Drakensang war da irgendwie auf dem 14., 15. Platz von 15. Und dann dachte ich immer so, ja, handelt das Spiel überhaupt irgendwie wasserreichen oder sowas? Und ich dachte immer so, nö, nichts wert und so. Ich habe damals schon gezielt, habe ich gesucht nach einem Spiel, so zocken könnte. Und Drakensang habe ich aber niemals so wirklich wahrgenommen, weil ich habe früher immer gesucht, so, ja, Drakensang, scheiße, Platz 13 von 15, fuck. Das ist es nicht wert und so. Aber jetzt habe ich durch Kumpels das dann halt einfach mal probiert. Und ja, ich muss sagen, es macht schon gut Bock. Ich kann hier drinnen sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Und es macht auch Spaß. Macht auch wirklich Spaß. Einmal, jetzt müssen wir... Also, der Boss hier wird schon ein bisschen... bisschen ausgemaked, muss man fast sagen. Ja, ich bleibe einfach auf dem Punkt stehen. Ich weiß, muss natürlich auch ein bisschen dodgen in dem Spiel, aber muss ich jetzt erstmal noch nicht. Wir haben jetzt auch schon einen Umhang. Cool, wir droppen ganz gut alle Teile, die wir noch brauchen. Weil jetzt haben wir dann bald schon Full Rüssi.
Ja. Ich weiß gar nicht, ist das Droppen hier staged? Ich glaube nicht. Kann auch richtig unlucky sein und immer das gleiche Teil droppen. Weiß gar nicht, also ich nehme die Kristalle jetzt noch nicht mit, weil ich glaube, die sind einfach nicht worth. Werden wir niemals irgendwie draufballern auf ein Rüstungsteil oder so. Das ist nicht worth. Lass ich liegen. So. Dann sind wir jetzt auch schon Stufe 12, also es geht voran. Ich weiß, dass es sich dann irgendwann auch anfängt zu ziehen. Was das Level angeht. Da brauche ich wahrscheinlich einen Level 100er Kollegen, der mich dann auch gut anderen gut mitnimmt. Was das alles angeht hier. Was das Leveln angeht und so, weil sonst... Ich glaube, alleine ist es relativ schwierig, den Biss zu haben, bis Level 100 durchzuleveln. So, Kapitel 3. Finde Heredurs Grab. Sollen wir das heute noch machen? Wir haben jetzt ein so 16 Minuten Video. Ich glaube, das passt noch. Weil die Videos sollen ja auch bei mir so nicht so 10 Sekunden und dann wieder aus. Weil so erreicht man auch nichts in so einem Online-MMO. So eine halbe Stunde sollte man mindestens jeden Tag investen, wenn man was erreichen möchte. Eigentlich viel, viel mehr. Aber es soll ja auch, ja. Ihr seht, also hier sind wir jetzt auf normal rein. Die Mobs sind aber schon stronger. Halten zumindest ein bisschen mehr aus. Klar, ich habe jetzt auch schon länger keinen Waffenstab mehr gedroppt. Aber die halten ein bisschen mehr aus. Vor allem so Boss-Mobs und so. Die sind natürlich schon etwas stabiler jetzt. Das ist natürlich auch mal wieder nice, waffentechnisch was zu droppen. Um halt dann auch damage-technisch auf dem Level zu sein. Das wir auch irgendwie haben müssen. Müssen wir aber auch schon wieder raus. Also es ist schon ein relativ hartes Hin und Her in diesem Spiel. Sehr, sehr oft. Aber, es bockt. Es bockt. Am Anfang würde ich auch gucken, dass alle Rüstungsteile immer auf Schaden skalieren. Denn man will so viel Schaden ballern wie möglich. Am Schluss spielt man wahrscheinlich dann die Mage eher auf kritischen Damage, glaube ich. Das ist das Bild, was man öfter mal spielt. Aber erstmal spielen wir die Mage jetzt hier auf Schaden am Anfang, damit wir einfach so viel ballern wie nur möglich. Ich will dann auch direkt ein Pet, was Schaden bringt. Und ja, man muss natürlich hoffen, dass man bei Bossfights dann Pets droppt. Das werden wir dann auch, weil irgendwann werden viel, viel Bosse fallen in ziemlich, ziemlich schnellen Abstand. Und dann stehen wir natürlich da und droppen die Pets. Die uns dann auch mehr Schaden geben, die uns dann mehr Crit-Damage geben. Es gibt einen, der ist ziemlich gut für Crit. Es gibt einen, der ist ziemlich gut für Schaden. Ja. Da gibt es auch Pets, die sind gut für Verkaufspreise und so. Es ist wirklich alles. Die gesamte Ding. Alles. Das ist halt wirklich, es ist halt so, es macht halt einfach richtig Spaß, das Ganze sich zu erfahren und so. Und ja, was soll ich sagen? Also. Das Spiel ist rundum cool. Das Spiel ist rundum cool. Und wenn ihr sowas sucht, wenn ihr so denkt, oh, Diablo ist jetzt schon ein bisschen ausgelutscht, aber ich spiele schon so gern Top-Down-Sachen, dann könntet ihr wirklich Drakensang eine Chance geben, weil ihr seid im Weichen beschäftigt und es macht auch gut Bock. Das Spiel macht gut Bock. Lalalala. Ja. Und wieder back. Ich habe schon gehört Berichte. Ich weiß auch nicht, ist der Boss wieder da? Aber immer wieder raus und reingehen. Der Boss hat uns auch direkt vom Mount geklatscht. Hm. Ein blauer, ob was. Er hat was gedroppt, oder? So eine Schulterteil. Ist natürlich gut, wenn wir jetzt nach und nach wieder neue Ausrüstung kriegen. Wir sind ja auch jetzt schon Stufe 13. Das heißt, wir haben jetzt schon Power Spike, wenn wir wieder Stufe 13 Sachen kriegen. Ja. Wäre schon in Ordnung. So, raus. Was checken hier? Ich gecheckt. So,
So, und dann wahrscheinlich wieder rein, oder? Ich habe eine Errungenschaft erhalten, Freunde. Errungenschaft. So, letztes Mal hatten wir hier schon Premium. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe zu machen oder... Ja. Jetzt müssen wir auch einen Stock weiter runter. Das heißt, wir müssen eigentlich nur mit dem Pferd durchrushen. Nicht zu hart getroffen werden. Können wir auch auf dem Pferd sitzen bleiben. Und durchrushen. Ja. Das war zu wenig Damage, um mich zu demounten. Oh. Bam. Da wären wir. Da wären wir einen Stock weiter unten. Und ich weiß auch nicht, ob er mich jetzt direkt zum Boss lotst. Oder auch nicht. Nein. Lotst mich hier hin. Dann lotst er mich zum Point. Ui, das war close. Was hatten die mir den Weg versperrt? Oh, dahin. Und. Okay, jetzt will er, dass ich wieder rausgehe. Jetzt machen wir das ein bisschen anders diesmal. Gürtel, ja. Lass mal liegen. Ist ein grauer. Lass ich erstmal liegen. Auch wenn er wahrscheinlich stufentechnisch besser wäre und somit dann wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Stats bringen würde. Selbst wenn er keine Farbe hat. So, Petcasten. Lol, was war das jetzt? Okay, das war ein bisschen strange. Wir sind einfach aus dem Teleport nochmal in Teleport. Und nochmal nach King's Hill. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Boss machen da drinnen. Aber, Freunde, wir haben 22 Minuten. Ich glaube, das ist okay für dieses Video. Ja, ich werde wahrscheinlich gucken, dass wir im nächsten Video dann wahrscheinlich 2-3 Leute hinkriegen. Oder vielleicht den Torbi dazu kriegen. Und er mich dann ein bisschen durchcarried. Aber wir gucken es uns an, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das Beste. Was wir jetzt noch schnell machen im Video... ist, wir haben hier ein paar überflüssige Sachen. Die verticken wir jetzt alles. Machen unser erstes Gold. Wahrscheinlich, wenn das Gold wert ist. Ich sehe, ich habe da 87 Silber. Aber noch kein Gold. Mal war diesen? Nee, warte mal. Ich bin hier am falschen. Auch wieder am falschen. So. Alles verticken. Aber ich brauche die Scheiße. Kann sein, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe mit den Beutzen da. Ich weiß nicht, was die bringen. Waren wir jetzt einfach mal verkauft. Ja. Und hier kriegt man natürlich dann auch Stuff. Ich weiß nicht, die NPCs sind für mich noch nicht alle verfügbar, sehe ich gerade. Hier kriegt man dann auch Saft. Hetz, ich glaube der kleine Beißer. Nee, der macht Angriffsgeschwindigkeit. Die Rakete ist mir irgendwann beispielsweise sehr, sehr wichtig. Die will ich haben. Oh, guck mal, hier ist ein Kriegsskorpion. Und dann haben wir Skelette, die wir hier kaufen können. Gewisse optische Sachen. Ja, wunderbar. Machen wir dann alles noch. Das gucken wir uns dann mal in den nächsten Folgen an. Da könnt ihr euch auch richtig hart drauf freuen. Wir gucken uns das Ganze an. So Kostüme, ne? Hier ist einfach ein Hasenkostüm. Ich glaube, den brauchen wir. Ne, das ist der mit Angriffsgeschwindigkeit. Wie wir gerade gesehen haben. Da gibt es noch einen anderen, der macht Damage. Der muss doch... Das ist der Crit. Das ist das Crit-Pad, was wir hier sehen, wo meine Maus ist. Das ist sehr, sehr wichtig fürs Endgame dann wahrscheinlich. Für uns. Kommt darauf an, was wir für ein Bild spielen werden. Ich glaube, wir werden ein Crit-Bild spielen. Und dann haben wir noch, wie gesagt, also einen Dino, den ich jetzt dann später haben möchte, sehe ich gerade nicht. Aber jemand muss doch den ausgerüstet haben. Ich
Der hat einen Vogel, der hat den. Er hat gerade niemand. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer. Boah, FlexedPad. FlexedPad bin ich jetzt. FlexedPad. Peace. Tschüssi. Kuss auf die Nuss.